Herzlich willkommen zurück bei der Time Stand Still. So, ich musste gerade kurz nochmal überlegen. Die alten Spiele sind immer noch dabei. Wir machen jetzt gerade so ein bisschen Saat. Drüben werden noch Ballen gewickelt und ja, wir können eigentlich direkt starten. Ich habe GPS-Kurs, ne? Du hast GPS-Kurs, perfekt. Los geht's! Bei Zen ist das besser. Los geht's, ja, los geht's, los geht's, los geht's! Kann man eigentlich durch das Wasser durch? Nein, nein. Es gibt manche Stellen, wo man durchfahren kann, aber im Grunde genommen, nein. Sag mal, was sehen wir jetzt noch? Ja, mit euren Traktoren, ne? Ist das ja klar, aber mit meinem? Nein, wir kommen nicht durch. Dafür haben die Marschen gebaut, damit man sorry, nutzt. Sorry. Alles gut, Flo. Nichts passiert, warte. Ich probier's dann mal. Ja, jetzt. Also, tief sieht das Wasser nun gar nicht aus. Ja. Seemaschine anschalten, hallo? Dann kannst du mich zurücksetzen. Ja, ich wollte gerade sagen. irgendwie steht was so, mit dem GPS-Kurs, aber egal. Kurze ich hätte Frage, da mal gern ein Problem. Wo darf ich die Silageballen abladen? Moment, ich komme gerade zu dir. Ja, bleib mal stehen an und warte mal auf. Ich komme gerade zu dir, Moment. Vielleicht kannst du den GPS-Kurs dann übernehmen. Wenn ich Carbon, wie fährst du? Mein Kurs stimmt nicht. Nee, meine auch nicht. Ich habe den Nachbar. Wir fahren jetzt gerade vorne zu Elpin. Ja. Und dann lade ich den Kurs von Nachbarn. Aber nimm mal ein bisschen Abstand, weil sonst übernimmt er den von dir und nicht von mir. Und was seht ihr gerade? Weizen. Weizen, okay. Also das ist ohne Haare. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mal, ist das mit Haare oder ist das ohne Haare? Das ist aber auch nochmal was. Oh, du sähst mit Gerste. Was? Du sähst Gerste. Ernsthaft? Florian. Warte mal. Hättest mal gefragt. Ich hab doch... Du hattest Gerste drin. Tatsache. Ich hab's genau gesehen. Upsala. Ich hab mir wieder einen Florian gebaut, das ist auch ein Klassiker bei mir. Oh ja. So. Egal, es hat eine Streifen Gerste drin. Kurs vom aber das hast du jetzt eine übernommen? Der ist relativ genau passt. Vielleicht an die Weide, können wir bitte eine Radarbeinpresse nehmen. GPS ist übernommen, der Kurs, wir können weiterfahren. Carbon, hast du sein? Sammeln, das ist die Endstarbeit. Müsste sein, ja. Nee, also, super Interessen, mal mit tauschen. Also, wenn du willst, ich hab bleiben, muss dann noch die Mods runterladen. Ja. Oh. Hey, Scheiße, was für ein Kurs übernimmt der nicht? Willst du dann immer drüber gehen, über die Stelle dort hinten? Da ist der Streifen nur weg. Komm mal zum Feld dann tauschen wir die beiden. Bleib mal stehen. Junge. Oh, du kannst an mir vorbeifahren, perfekt. So, jetzt versuch den mal von mir zu übernehmen. Von dir? Ja. Ich brauch den genau Fortschritt aber, gell? Muss ich einfach nur auf Kurs von Nachbar laden, nicht? Ja. Ja, dann nimm ich den vom Florian, ja. Nee, du musst meinen hier nehmen. Du willst Trecker tauschen, ja. Dann bin ich neben dir, den Kurs. Den, ja. Geht's uns nicht? Also reinfahren kann ich. Frage ist, komm ich also jetzt soll ich den mal eben einstellen? Warte mal. Wait, Forest. Ups. Dann geh du mal in den Johnny rein. Ach, Daniel, ich hab's doch gesagt. Naja, also... Ja, das ist doch richtig so jetzt. Wenn's Wasser über die Motorhaube dann drüber kommt, ist er dann eindeutig zu tief. Steig mal aus. Die Spur wird von dir ausgestiegen. Sagt. Hat sie mich automatisch rausgestiegen. Aber wir waren beim letzten Mal dabei eigentlich, dass wir die Lieblingsmarken durchgegangen sind von... Definitiv, ja. Und ein Grober, da liegt auch noch. Und ich glaube... Ja, Mann, pass auf. Wir waren dran. Ja. Daniel war Graf, dran, ne? Graf, war dran. Ja. Graf war dran. Graf war dran. Was ist dran? Du bist dran, mit deiner Lieblingstreckermarke oder Lieblingstraktormarke. Ich hab doch überhaupt keine Ahnung. Hauptsache, das Ding fährt. Und davon jede Menge. Nee, ganz ehrlich, also null Plan. Okay. Also ich fahre halt am liebsten mit Oldtimern oder auch diese Russenteile. Und auch ganz gern mal in einen neueren, aber nicht so einen überdimensionierten, ja, was völliger Quatsch eigentlich ist. Ja, eben. Aber so eine alte Gurke da, die so einen ewigen Anlasser hat mit Keilriemen und so, das ist schon fein. Ansonsten, ja, Glühlampe. Kann euch wirklich dazu nichts sagen. Bulldog mit Glühkopfmotor. Ja. Sehr schön. Okay, dann haben wir den ja schon mal, den haben wir, wissen wir von Graf jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr. Und wir haben ja auch den Julian, haben wir auch noch. Ja. Hast du eine Lieblingsmarke? Das ist ja nichts Falsches. Du bist doch auch Landwirt, ne? Nein. Aber du bist doch ein Lohnunternehmen, ne? Nein. Ich war das. Was ein Glück, kämpfen die anderen Personen so gut. Oder hatten wir, hatten wir letztes Mal gefragt, ja stimmt, Julian, genau, dann schieß mal los, Julian. Also ich mag eigentlich so Merk, den Klach-Serien oder so.
Okay, also Graf D, du hast den falschen Kurs. Alle, weil der ist Großkunden. Ich hab... ich hatte überhaupt keinen Kurs. Ich bin dann einfach gerade gefahren. Gib mir doch einen. Ja. Warte. Der sammelt jetzt eigentlich auch. Ah, da. Moment. Warte, ich stell dir den ein, steig mal aus. Ich geh weg. Tschüss. Pause. Ja, das sind die Anfänge der alten GPS-Kurse, da hat man nichts zusammengepasst. Ja. Jetzt gehst du wieder rein, Drücksteuerung 0. Ja, hat er und macht einen an. Zack, genau. Und Gummi. Und bam. Ich bin jetzt aber wirklich mal gespannt, was ich auch gerne wissen würde. Sehr Maschine an, wäre auch nicht schlecht. Der hat nichts zu tun. Wäre an, ne? Wäre eine Idee, ja. Wer hat nichts zu tun? Kopka wollen wir fahren. Wer von euch hat nichts zu tun? Ich. Komm mal her. Ich krieg das noch hin. Grad, nee. Keine Baum. Sorge hier. So, ich guck mal grad. Ich denke, du hast nichts zu tun. Hab ich auch nicht. An. Ich muss bloß lenken, das ist nicht viel zu tun. Was mich jetzt immer interessieren würde, weil jetzt sind wir beim nächsten, welche Traktoren Carvon denn bevorzugt? Massey Ferguson und New Holland. Oh, MF macht Feierabend oder was? Ey, dann Massey Ferguson. Massey Ferguson ist so reparaturanfällig. Das ist mir wurscht. Das sind IK-Vulkan. Aber die sind einfach verdammt. Aber MF kann ich auch nichts sagen. Doch. MF, was heißt nur, mach Feierabend. Vor der Mach Feierabend. Wer war das denn da hinten, der gerade in der Kurve gefahren ist? Weiter geht's. Wer hat nichts zu tun? Hier sind so viele Tasten auf meiner Tastatur. First class. Aber MF ist im Kommen. Braucht doch nur vier. So vorwärts, rückwärts, links, rechts. Ja, der hat nichts zu tun. Und du musst mit Steuerung W kannst den GPS-Kurs einloggen. Ich weiß. Okay. Der hat da nichts zu tun. Ja. Er wird nicht graf und hat nichts zu tun. Ja, dann hat er blöd fragt. Nee, ich fahre doch hier. Ich könnte Unterstützung beim Beinwickeln gebrauchen. Weil einer ist langsam. So, aber wir sind jetzt ja beim nächsten bei Mr. Farmer. Ja, Lieblingsmarke ganz klar New Holland. Kann eigentlich alle Marken so bis ganz so, oder ganz gut leiden. Es sind plus zwei Marken, die überhaupt nicht gehen. Das ist auf Platz 1 Case, das Käse. Und auf Platz 2 Fendt geht Uni. Okay. Warum Case? Ja. Case ist so, ja, wo ich Praktikum gemacht habe, haben sie alle gesagt, Case ist Käse. Und da ist nix. Die fahren alle New Holland. Was denn? Also, was New Holland? Halt dein Maul. New Holland. Ja. Aber warum? Wo hast du denn Praktikum gemacht? Ich habe bei einer Agrargenossenschaft gemacht. Die haben einen Vertrag direkt mit einem Händler, der größtenteils nur New Holland vertreibt. Die haben, kein Wunder, warum die dich von nichts anderes nehmen. Ich wollte gerade sagen. Alles T8-Traktoren von 300 PS bis 440 oder so. Also langweilig. Ja. Unter anderem auch Command-Control, also was ja das der aber da dieses stufenlose Getriebe ist, denn bin ich auf dem Feld nur selber gefahren. Es war so geil, du drückst bei dem Ding einfach bloß Gas. Es sind ja manche, die haben Tests gemacht, die haben gesagt, New Holland sind die besten Traktoren auf dem Feld. So. Ja, aber das Problem ist ja, du hast ja bei dem ja gar, das hat ja gar nichts mehr mit Landwirt zu tun. Du hast ja da einfach nur noch, du drückst ja einfach nur noch Start, hast einen GPS-Kurs drin und kannst dich zurücklehnen und Sudoku spielen. Nee. Wie? Ja, kannst du. Old School. Wenn du das richtig einprogrammierst, kannst du das. Bei einem richtig guten System kannst du das einprogrammieren. Ja, dazu muss der Traktor selber lenken können. Und das kann du kannst der ganze AK. Ja, aber du hast doch, du hast ja nicht. Du musst einfach rechts. Einer rechts? Warte. Ja. Du hast ja das andere rechts. Ja, ich bin ja schon. Du hast ja in der Regel hast du ja aber keine Felder, die nur 20 Meter lang sind. Sondern du hast ja wirklich Riesenfelder. Und da kannst du dann nicht. Sven checkt beim Schnitt. Nein. Oh, ja. Wir haben es, ne? Wir haben es, ja. Schatzi. Wir kuscheln zu sehr, wir sind zu offensiv, wir müssen das irgendwie verbergen. Ja, ich glaube auch, ey. Scheiße. Es geht nicht mehr. So. Nein, aber
was ich damit meine, also wir können ja erstmal nochmal Thorsten fragen, beziehungsweise Tomcat, was der gerne für, oder was der für Traktoren mag, bevor ich dann wieder drauf zurückkomme. Na, Tomcat? Ganz klar, Glas und. Glas und? Glas und? John Deere ja, und. Und John Deere. Okay. Ja, John Deere. Ja. Nothing runs like a deer. Und jetzt haben wir noch Smirnoff. Der muss auch nochmal. Also für mich sind eindeutig die Fendt. Ja. Fendt ist absolut meine Lieblingsmarke, weil ich mit der auch groß geworden bin. Und John Deere lässt sich auch wunderbar fahren, hört sich auch richtig dachtigen Sound an. Was ich überhaupt nicht mag, sind Glastraktoren. Die fallen mir von Getriebe her überhaupt nicht. Okay. Ansonsten müssen auch noch was gute Powerleistung haben, was auch die anderen schon gesagt haben. Von Fendt ist auch gut. New Holland finde ich auch noch als ganz okay. Aus den Puschen. Ja, Problem ist nur bei Fendt, die sind auf der Straße und auf dem Feld, aber wiederum nicht. Das kann ich nicht haben, kann ich nicht sagen, weil mein Großbauer hier um die Ecke, der hat der hat die Hauptstraße gepflügt, Alter. Der war am Tag fertig. Ja, der hat hier mehrere von den Fendt 9360 oder so, 936. 936, 938 meinst du? Alter. Und auch nur 936er bei uns. Wenn du daneben stehst und der macht das Ding an, dann kannst du glauben, bist du feucht im Schritt. Das ist Hammer. Das ist Bam. Vom Fahren her. Ich mag einfach von John Deere, mach ich von den 9. Hä? Von den 9? Neueren, ja. Achso. Aufmachung von der Kabine. Würdest kurz ein paar Aussetzer beim Sprechen. Ich? Das kann gar nicht sein. Nee. Oh, Carver, das war gut getimt. Das habe ich nicht gesehen. Nein, aber worauf? Die Aufmachung von der Kabine. Okay. Das Bearbeitung und wie das alles angeordnet ist und so. Ja. Konzept. Wovon nochmal stehen geblieben sind, das war ja mit den ganzen GPS und automatische Felderkennung und so weiter. Ich glaube, das ist ja keine Landwirtschaft mehr. Da kannst du ja jeden reinsetzen. Aber das ist der Trend, da geht der Trend hin. So, ja. Du kannst, wenn du zum Beispiel Düngerspritze fährst, Düngersteuer, kannst du nie jeden reinsetzen, weil die Technik ist heutzutage so kompliziert in den Kisten. Dass man extra für die Dinger speziell geschult sein muss. Okay. Das sieht zwar alles einfach aus, so im LS einfach einstellen, Tasten drücken, ist das aber dreimal komplizierter. Carbon, Steuerung W. Da einfach reinarbeiten, das ist mit allem im Leben so, du musst dich überall reinarbeiten. Ja. Mit dem Vario-Terminal oder mit dem John Deere-Terminal kommst du recht schnell zurecht, wenn du die ganzen Features kennst und weißt, was damit zu tun ist, da bin ich echt schnell wieder. Doch viel angenehmer das Arbeiten. Ja, ich denke mal, weniger grade, ermüdend. Gerade mit Touchscreens, ne, dürfte es ja eigentlich. Aber es hieß ja auch immer, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Ne? Das stimmt. Das ist irgendwie so ein Tisch da. Leider. Wieso leider? Ja. Ja, gut. Aber was ich bestätigen kann, hat ja der Getriebe von Klaas bis unter 430 PS sind die Rotzer. Das ist so und wird auch immer so bleiben. Okay. Du, das ist, also, jeder Schlepper hat seine Vor- und Nachteile. Bei dem einen ist das besser, beim anderen ist das besser. Ich erfahre hier gerade per Chat. Warte mal, ich muss mal hier. Ich kann das kaum lesen. Bei Klaas hast du die gute Federung. Das verhindert das Driften. Jupp. Wird hier so geschrieben. Achso, du bist am Livestream auch noch? Ja, ja. Ah, okay. Sehr schön. Dann ein Gruß an die Livestream-Zuschauer von Graf.de. Genau. Was war mal zurück zum Hof. Das hat er gar nicht angesagt. Nö. Das war ein Graf.de, da muss ich aber mal gucken auf Cheer. Twitch oder was so. Bist du auf Twitch, Graf, oder? Ja, ja. Okay. Twitch. Aber wir haben ja nur noch... man nicht da auch mit Graf.de? Nee, Calling Stones. Hast du dein Twitch-Account bei YouTube mit irgendwie, dass ich den da mir da so adden kann? Sollte unter meinen Kommentaren da immer mit drin stehen eigentlich als Link. Ja. Das ist aber Link. Ja, genau. Link to the past.
Nein, aber wir haben ja jetzt auch noch 6 Sekunden, um genau zu sein. Hoch. Ja. 7, 6. Doch noch so lange. Ja, in der nächsten Aufnahme ist dann hoffentlich auch der Schumi dabei. Ich denke mal, er hat jetzt ein ganz gutes Bild bekommen. Außer er sagt jetzt, um Gottes Willen, was für ein Haufen. Voll die K.O. ich will weg, ich hab keinen Bock mehr. Ja. Julian, hier wär's mal mit STRG-W drücken. Ja, danke. Hab ich auch gerade. Ich hab mich auch gerade gewundert, warum mein Ding so komisch wird. Also, natürlich, liebe Zuschauer, an dieser Stelle auch nochmal, schreibt unten in die Kommentare rein, über welches Thema wir gerne nochmal sprechen sollen. Auch was ihr vielleicht für Lieblingstraktorenmarken habt, das würde uns natürlich auch sehr interessieren. Vielleicht können wir da mal so ein, bei den nächsten Aufnahmen so ein kleines Meinungsbild, oder vielleicht haben wir da schon ein kleines Meinungsbild vorliegen. Das würden wir auf jeden Fall ganz gerne mit aufgreifen. Würde ich mal so behaupten. Oh, mein Traktor fährt ganz wild. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.